abhängig und unabhängig, sehr wichtig. Es hat auch mit Freiheit zu tun. Man muss wissen, dass man immer abhängig ist von etwas. Man ist abhängig von dem Körper, man ist abhängig von seiner Gesundheit, man ist abhängig von seinen Möglichkeiten. Aber von dieser Abhängigkeit darf man nicht abhängig sein. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Unabhängigkeit ist eigentlich frei sein von, ob man frei ist oder nicht. Ja. Das ist auch wieder ein bisschen schwierig. Es ist so, wie die Entscheidung mir überkommt. Wenn man mir fragt, eine Arbeit zu machen, dann denke ich, oh nein, das interessiert mich nicht. Diese Gegend braucht keine Arbeit. Aber dann kommt eine Gedanke im Kopf, ein Bild, und dann sage ich auch, willkommen, goodbye, geh wieder weg, ich habe nicht von dir gefragt. Aber das kommt dann wieder und dann merke ich, dass das wächst, diese Gedanke, das Bild. Und dann kommt das Moment, da ich sage, okay, beinahe wie eine Person, dir mache ich. Und dann kann nichts mich noch davon wegholen, das zu machen. Ich sage manchmal selber meinem Tod nichts. Das wurde gemacht. Das ist kein Weg daneben. Aber man kann auch Zuversicht sagen, und dann sage ich, das Wort ruft bei mir Vertrauen auf. Das Begriff Vertrauen. Und es ist genau das Vertrauen, das macht, dass ich mich zulasse, nervös zu sein, zu denken, ah, das schaffe ich niemals. Aber hinter das ist das Gefühl, das kommt. Das ist kein Weg daneben. Es hat auch mit ruhig sein zu machen. Wenn man wirklich ruhig ist, lässt man seine Unruhe zu. Wenn man Vertrauen hat, lässt man zu, dass man dann und wann kein Vertrauen hat. Das ist vielleicht ein bisschen widerständlich, aber das, wie ich es fühle. Ich habe oft das Gefühl, nein, das kommt nicht in Ordnung. Das geht gar nicht. Da muss nur ein Mirakel geschehen, um das fertig zu haben. Aber ich habe dann irgendwo das Vertrauen, dass das Mirakel kommt. Ich glaube, viele Leute glauben mir nicht, wenn ich sage, dass man das mir sehr wenig macht. Ich arbeite für eine Gegend, ich arbeite für die Arbeit selber. Ich fordere, dass diese Arbeit gut ist, und das ist die, ich nenne das, und Gott sah, dass es gut war. Und diesem Gott, das ist Gott, ist nichts, das ist nur das, meine Augen sehen, es ist gut. Und das ist Anerkennung. Wenn ein Kind, oft ein Kind sagt, oh, das ist klasse, das ist wirklich gut, dann geht das sehr tief. Aber die Anerkennung von offiziellen Leuten und so weiter, das macht mir eigentlich sehr wenig. Ich habe ein Sort Selbstvertrauen. Ich weiß, dass meine Arbeit Qualität hat. Freude ist so wichtig. Freude ist der Grund von das Leben. Wenn man weiß, was Freude ist, dann kann nichts mehr das wegnehmen. Das ist die Energie, die macht, dass man es etwas schaffen kann. Das ist die Energie, dass man... ich habe so einen Moment eine Arbeit gemacht und habe ich genannt Senso Unico. Und das waren alle Formen, die aus dem Boden kamen. Und die können wieder fallen. Das geht wieder, ist nur eine Richtung. Und diese Richtung, das ist Freude. Das ist mein Grundgefühl.
wenn ich etwas mache. Man kann, wenn, das lasse mich auch zu, das nicht immer so zu fühlen. Ich kann auch das Gefühl haben, wo ist meine Freude? Und doch ist das die Energie in mein Leben, in meiner Arbeit, in mein Vertrauen, in Freude. Wichtig, wichtig. Essentiell, das ist dem Grund, ja. Ja. Ich kenne eine Frage, worauf keine Antwort gibt. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich muss dir enttäuschen, weil ich es jetzt nicht weiß. Könnte eine Frage sein, wer ist Mark de Rover? Und das Antwort, das tief in mich gibt, ist, da gibt gar keine Mark de Rover.